leicht entspannt und relaxed hat er schon Aufstellung genommen. Neben mir der Max Kaltenegger, der Turnierdirektor der Fahracher Reitsporttage. Wie fühlt man sich jetzt, nachdem auch der Casino Grand Prix sehr erfolgreich über den Parcours gegangen ist? Ja, bei diesem zahlreichen Publikum und bei diesem schönen Wetter kann man sich nur wohlfühlen. Es war ein spannender Sport. Zwei alte Fahracher Kunden kamen ins Stechen. Der Kronlechner hat ja früher schon einmal das Eichfelder Springchampionat gewonnen und der Engelbrecht kommt auch alle Jahre nach Fahrach. Also was will man mehr? Es haben zwei gute Reiter das Stechen bestritten. Es war sehr spannend letztendlich. Lieber wären uns natürlich 7 oder 8 im Stechen gewesen, aber das kann man nicht vorher voraussagen, obwohl wir wirklich zwei der besten Parcoursbauer der Welt aus Holland heuer arrangiert gehabt haben. Aber letztendlich war es trotzdem spannend mit 2 im Stechen und wir sind sehr zufrieden. Und Roland Engelbrecht wird Fahrer wahrscheinlich in seinem ganzen Leben nie vergessen. Er hat ja seinen ersten Casino Grand Prix heute hier gewonnen. Roland Engelbrecht hat ja Österreich schon bei den Weltreiterspielen in Aachen und bei der Olympiade vertreten. Aber Casino Grand Prix, einen Sieg im Casino Grand Prix hat er heute das erste Mal gelandet. Sprechen wir generell über das Niveau dieses Casino Grand Prix. Es war ja ziemlich, wie du schon gesagt hast, ein nicht einfacher Parcours, den die Holländer hier hingestellt haben. Es hat nur 2 fehlerfreie Ritte gegeben. Ist jetzt die Schwierigkeit so groß gewesen? Nein, überhaupt nicht. Es waren sehr viele 4 Fehler, leichte Fehler und 4 Fehler heißt ein Abwurf. Also es, schlimm wäre es nur, wenn der zweite oder der dritte oder vierte mehr Fehler gehabt hätten. Aber es waren wirklich viele Reiter, die nur einen Flüchtigkeitsfehler gehabt haben und darum war das sicher nicht so schwierig. Ja. Das ganze Reiten war sehr gut. Also die Pferde haben die Hitze gut weggesteckt. Man kann wirklich nicht behaupten, dass die Pferde gegen die Hitze sehr empfindlich sind, wie ich das schon im letzten Interview behauptet habe. Also es war einfach toller Sport und die Pferde kamen alle frisch an den Start, aber es war halt ein sehr selektiver Parcours und das ist dann so. 7 Tage Reitsport vom Feinsten gehen jetzt zu Ende mit diesem zweiten Wochenende bei den Fahracher Reitsporttagen. Wie schaut jetzt die Bilanz, das Resümee des Veranstalters aus? Ja, mit diesem Wetter, ich habe schon gesagt, sind wir eigentlich sehr zufrieden. Wir bedanken uns noch einmal recht herzlich bei den Sponsoren, bei der Gemeinde Zeltweg, beim Tourismusverband und beim Casino. Ohne diesen wäre das natürlich unmöglich durchzuführen. Natürlich brauchen wir jetzt wieder einige Turniere mit nicht so Hochwasserkatastrophen, dass die so einige Nationen war ja bei ihnen nicht am Start. Aber wenn es nächstes Jahr wieder gut läuft und mir wurde versprochen von Land Steiermark, von der Seite des Landes, dass sie ein bisschen mehr in die Tasche hineingreifen, dass sie uns ein bisschen mehr unterstützen. Also irgendwie kommen wir immer über die Runden. Vor allem auch dann, wenn man so viele fleißige, freiwillige Hände hat. Ja, das ist natürlich unser großer Vorteil, dass hier bei uns die ganze Stadt oder das ganze Dorf zusammenarbeitet, kostenlos natürlich und ohne den würde es kein Fahrracherreitturnier geben. Aber es ist noch lange nicht aus in dieser Saison, was hier Turniere in Fahrach betrifft. Es geht ja im August schon wieder weiter. Ja, im August haben wir überhaupt das Highlight, finde ich. Das ist die Mannschaftsmeisterschaft, die österreichische, für Bundesländermannschaften. Und das Turnier wurde ja zuerst den Herrn Straunach zugesprochen. Und die Reiter aus Wien hatten dann bestimmt, dass es in Fahrach wegen dem Publikum eigentlich stattfinden sollte. Und da freuen wir uns schon sehr, weil das ist einfach von der Stimmung her das beste Turnier der Welt. Und wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen des Publikums. Allein der Schlussaufmarsch, wenn dann 200 Pferde am Platz sind, hat etwas für sich und ist beim Publikum unvergessen. Vielleicht können wir noch den Termin verraten. 22. August. Danke, alles Gute für die Vorbereitung. Dankeschön.